Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Shakes and Fidget Video hier auf Server 40 bzw. W40 bzw. dem internationalen Server W40. So, ich bin jetzt gerade hier früher morgen um 7.34 Uhr am Laptop und werde jetzt mit euch die Alu das erste Mal im Video durchspielen, sofern mir das noch möglich ist, denn ich habe nicht mehr so viele Sanduhren und das wird auch das Hauptproblem sein, denn selbst wenn ich die Pilze dazu habe, 300 Alu machen zu können, wird das, glaube ich, jetzt so langsam auch nicht mehr ganz möglich sein. Ich merke gerade, 9 Minuten muss ich noch warten, bis die Stadtwache zu Ende ist. Ja, und 9 Minuten will ich im Video eigentlich gar nicht warten. So, liebe Leute, die Stadtwache ist hiermit auch vorbei. Da musste ich dann wohl oder übel doch warten. Hätte ich mal vorher drauf geguckt, dann hätte ich den Anfang-Part da gar nicht mit dem Video drin haben müssen. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier am Start und können spielen. Ja, ein Intelligenzstein aus der Mine. Jawohl, ich hab ja größtenteils Pech, mag auch vielen Leuten von euch so gehen. Meine Freundin jedoch, die hat da mittlerweile irgendwie so viel Glück, mehr oder weniger, die hat schon ein, zwei Steine mehr. Können wir auch mal gleich reingucken, nämlich Schneekätzchen, Stufe 42. Ja, okay, hat 3 Stärkesteine und einen Ausdauerstein. Und ich habe einen Stärke und 2 Ausdauersteine. Ja, okay. Aber ich hätte natürlich lieber gerne etwas mehr Stärkesteine. Die sind beliebter, sage ich jetzt mal so. Und ich merke gerade einfach, die Qualität der Edelsteine, die Unterschiede, die werden jetzt die rapide in die Höhe schießen. Und ich sehe gerade, ich habe einen kleinen, mittleren und einen großen Edelstein. Toll, was soll ich mit dem Dreck? Ich habe nicht mal einen Begleiter oder so, die diese Edelsteine nehmen können. Was ich jetzt erstmal mache, ist diesen Geschicktrank verkaufen. Den brauche ich nicht, genauso wie den großen Edelstein, den mittleren und den kleinen. So, mein Sammelalbum ist auf 43,81%. Da geht erstmal auch nicht viel. Und mit Pilzen will ich jetzt auch nicht unbedingt viel pushen. Wir können ja mal austesten, ob wir einen Arena-Kampf gewinnen gegen einen Berserker. Ja, viele sagen immer Bersi, aber keine Ahnung. Ich bin ja mit den Klassen nicht so verwandt und ich habe keine Kursennamen für Klassen, die ich nicht spiele. Obwohl, ich sage ja auch Kundi, aber das ist, naja, seit wie vielen Jahren spiele ich schon Shakes and Fidget? Da sagt man halt Kundi, na, Bersi klingt so, weiß nicht, ein neuer Charakter, neue Klasse und dann direkt, yo, Bersi. Das ist mir ein bisschen zu persönlich, wenn ihr wisst, was ich meine. So, keine Ahnung. Es ist der Berserkermann, ne? Ja, der Berserkermann natürlich. So, ja. Dann 10.400 Erfahrungspunkte. Ja, aber ich sehe, sind wir schon bald an der Grenze hier der Treibsanduhren. 11 Stück habe ich noch. Jetzt können wir nur hoffen, dass wir zwischendurch mal die ein oder andere Sanduhr bekommen, um das Ganze ein bisschen zu überbrücken. Genau. Vielleicht werde ich im Laden, im Zauberladen noch mal ein bisschen blättern. Aber sonst, ja, hier zum Beispiel. Sehr schön. Was hast du zu meckern da hinten? Na, die Katze, die beschwert sich. Wegen Dingen. Naja, keine Ahnung. Ich kann kein Katzisch. Bist du still da hinten? Ja. Natürlich erstmal wieder Krach machen im Video. Das ist sehr vorbildlich. So. Ach, hoppla. Stufe 44. Yippie-yay. So, 7 Sanduhren. Da mal schauen, was wir hier mit dem Gold in dem Video machen können.
könnt ja jetzt beispielsweise noch einmal in der Gilde den Bonus pushen. Auf Lehrmeister noch einmal. Weil viel mehr reißen kann ich jetzt großartig nicht, wenn ich mich skille im Dungeon. Jawohl, so will ich das. So und nicht anders. Ach ja, genau, ich habe ja gestern auch so, glaube ein oder zwei Dungeons noch besiegen können. Werde ich euch dann gleich mal zeigen. So, füllen wir erstmal die Alu auf. Dann haben wir das auch schon. Dungeons. Ja, ich habe den letzten Gegner von die entweihten Katakomben bezwungen. Ich glaube jetzt nicht, dass ich den Kampf gespeichert habe. Weil ich eigentlich, nee, ich speichere solche Dungeon-Kämpfe irgendwie gar nicht. Was eigentlich ein Fehler ist, weil ich das so schön im Video zeigen könnte. Naja, Quatsch, ich war noch nicht fertig. Milo, reiß dich mal zusammen. So, die Minen von Gloria. Da habe ich dieses komische Vibe besiegen können. Und die Ruinen von Gnarg. Da. Nee. Soweit war ich schon, glaube ich, im letzten Video. Da weiß ich gerade nicht. Ja, auf jeden Fall, ein oder zwei Dungeons sind letztens gefallen. Und ich warte halt nur auf den richtigen Moment. Dann geht es bei mir auch wieder ziemlich krass bergauf. Und zwar kann ich schon mal sagen, sobald ich über Stufe 100 bin, oder sagen wir 120, ja, da habe ich dann viel mehr Möglichkeiten, wenn ich dann Epic Event oder irgendwas in der Richtung spiele, so mit Pilzen auch agiere, dann werde ich da 10, 20 Level aufleveln können. Es, ja, wird dann bei mir erst wieder schneller vorangehen, weil als Krieger, ne, am Anfang hatten nicht so viele Möglichkeiten, wie so ein Kundschafter, der mit Pilzen da durchbrettert oder so, oder wie ein Berserker. Ja, deswegen warte ich nochmal. So, Zauberladen. Ich muss jetzt wohl oder übel, will ich auch, ganz ehrlich, nach Sanduhren blättern. Mehr oder weniger. Ich kann ja jetzt mal gucken, ob ich vielleicht so das ein oder andere Item bekommen kann, während ich blätter. Hier zum Beispiel 6 Punkte stärker. Ja, auch auf dem Stärkewert im Plus-Slot. Das ist natürlich ziemlich geil. Ne? Wenn ich schon blätter, dann sollte ich wenigstens auch gucken, was die hier so im Laden drin haben. Ja. Aber gut, hier ist ein Stärkestein drin. Wenn im Zauberladen noch was kommen sollte, dann wäre es vielleicht ein noch etwas besserer Ring. Ansonsten sehe ich hier schwarz. Hier, da haben wir schon mal 10 Treibsanduhren. Aber 500 Gold? 500 Gold, Alter! Das ist viel zu teuer, Junge! Ja, ich glaube, ich sollte es vielleicht aufgeben, 300 Alu zu spielen. Das wäre, weiß ich nicht. Ich meine, gut, die Pflicht, die hat man jetzt nicht zwangsläufig. Aber ja, ich wollte halt schon, ne? Gerade weil der Server so motivierend ist, sage ich mal, hier mal ein bisschen mehr, ja, konstant spielen. So. Ihr könnt ja mal schreiben, falls ich euch irgendwie nicht kennen sollte oder ihr hier halt auf dem Server spielt, welche Stufe ihr seid, wie ihr heißt oder so. Wenn ihr wollt, kann ich euch auch mal im nächsten Video zeigen. Mal gucken, vielleicht vergleiche ich mal euren Char mit meinem Char. Und auch mal das Sammelalbum oder so. Stufe 45. Yeah. So muss das laufen. So, 6 Sanduhren noch. 21.500 EP. Was haben wir jetzt hier? Oh, machen wir das. 11.000 für 5 Minuten. Das ist doch vollkommen in Ordnung. So, den Dreck kann man verkaufen. Ist sowieso nur Papiermüll. Ne? 4.600. 14.000. Machen wir doch direkt.
So, ja, jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Und bis das Paket kommt mit 1000 oder 1500 Sanduhren, das braucht noch ein bisschen. Das finde ich echt schade, Mann. Es ist echt zum Kotzen, ist das. Tja, da muss ich wohl oder übel blättern. Gut, hier ist ein stärkerer Ring. Den haue ich mal da rein. Den kann ich verkaufen. Dass ich mich dann wenigstens noch ein bisschen verbessere. Ich meine auch die einzelnen Sanduhren müssten eigentlich etwas. Ja, wie sagen, nehmen wir mal das hier. Ne, wegen Slot. Wenn ich da einen Stein bekomme. Ja, was ich sagen wollte. Fuck, das ist auch besser. Aber egal, ich habe hier schon einen Stärkestein drin. Dass die einzelnen Sanduhren im Verhältnis zu den 10 kompletten billiger sind, meine ich mal gehört zu haben. Ausdauer. Nö, also eigentlich bin ich gerade so auf dem bestmöglichen Stand, mehr oder weniger. Ja, komm, jetzt kann ich auch ein bisschen schneller machen. Es kostet halt einfach viel zu viel Gold. Ich könnte jetzt hier den Ausdauertrank, könnte ich mir noch einmal kaufen. Vielleicht kann ich das bis zum nächsten Monat überbrücken. Aber ich weiß nicht, das wird nicht allzu lange halten. Glaub mir. Eine Sanduhr. Auwei, 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 auwei. Na gut, 50, 54 Gold für eine Sanduhr. Ist schon ein bisschen. Hab ich. Yo, alles klar. Alles klar. Da meint es wohl jemand gut mit mir. Lebensenergietrank. Ja. Ohne Pilze. Oh, da wird der ein oder andere neidisch werden. Bam. Einfach 24 Tage. Ja, läuft. Läuft richtig. Ja, vielleicht investiere ich doch noch in Tränke. Oh, was haben wir hier? Sanduhren. So, gut, dann machen wir mal weiter. 13 Stück. Was, sind wir schon wieder am Ende von der Alu? Hä, ich habe doch gerade die mal aufgefüllt. Hä, das geht so schnell, Leute, das glaubt ihr gar nicht. Es ist voll heftig, sage ich euch. 10 Minuten, 12.000, ist eigentlich voll schlecht, ne? Machen wir hier. 5 Minuten 9.700. Das ist auch nicht so schön. Ich will ja eigentlich nur auf EXP gehen. Ja, das kann man lassen. 37 und 17.000. Mal schauen. Stufe 46 sollte heute noch drin sein. Garantiert. Und eine schicke Sanduhr noch bekommen. Prima. Mache ich das einfach mal. Den einen oder anderen Pilz haben wir jetzt auch noch bekommen. Und am Glücksrad werde ich auch noch drehen. 20 Mal. Was nehme ich denn da? Machen wir mal hier. So, die Hälfte haben wir schon mal durch hier. Von dem Balken. 22.600. Es kann ruhig mehr sein. Und Level 46. Habe ich es doch gewusst. Dann gibt es noch so ein paar Sachen, die möchte ich noch loswerden. Nämlich zu dem Server hier. Und auch zu einigen Dingen, die ich mitbekommen habe. Gestern, als ich nach Hause gekommen bin, ich habe mir nichts Böses gedacht. Ach, okay, na klar, jetzt haben wir keine Sanduhr mehr. Wegen der letzten Quest. Naja, auf jeden Fall, gestern, als ich nach Hause bin, habe ich mir nichts Böses gedacht und so. Und, naja, ich kam dann so ins Zimmer rein, meine Freundin saß so da, hat mich so angeguckt, hat auch so geschmunzelt, so gelacht, keine Ahnung. Und ich so, hey, was hast du? Was ist los mit dir? Ja, und dann mittlerweile, dann nach ein paar Minuten so, im Discord oder so,
habe ich dann gesehen, wurde ein Video gepostet von ihr, einfach so mit Thumbnail, mit so 3D-Schrift und so, ne, in ganz rot stand drauf so, Niederlage von Gorgoth. Ich so, dein Ernst? Da hat die echt mich angegriffen und mit dem Handy ein Video gemacht und hat das Ding dann hochgeladen. Alter, es war, ja, ne, also ein bisschen verarscht habe ich mich gefühlt, ne, aber es war auf jeden Fall okay. Aber was die manchmal macht, ne, wenn man nicht auf das Schneekätzchen aufpasst. Ey, Katze, du machst Löcher in die Gardine. Oh, die macht Sachen, ne? Beziehungsweise er ist ja ein Kater, wenn man nicht auf ihn aufpasst. Naja, so. Ich muss mal kurz gucken, wie lange geht denn das Video schon? Oh, das geht schon 15 Minuten. Ja, dann habe ich da... Oh, die Sonne. Jetzt hat die Katze, der Kater, die Gardine aufgemacht. Ja, 15 Minuten, da ist auf jeden Fall jetzt etwas mehr drin. Na gut, ich mache das Ganze auch etwas chilliger. So. Waffenladen, weiß ich. Soll ich nochmal im Waffenladen gucken? Aber ich hab ihn aus Dauerstein drin, Mann. Das ist doch bekloppt. Ja, das erhöht zum Beispiel Stärke. Und verringert Ausdauer. Ah, weiß ich nicht. Ja, hat mir auch mehr Rüstung. Ja, ich glaube, ich gönne mir etwas mehr Stärke. Na, wenn ich einen Ausdauerstein bekomme, dann ist das sowieso schwuppdiwupp wieder ausgeglichen. Rüstung, Ausdauer 70. Ja, hier, das gibt zum Beispiel auch Ausdauer. Nee, ist eigentlich okay. Kann man eigentlich so lassen. Ah, vielleicht noch ein Gürtel. Ein Gürtel wäre nicht schlecht. Wenn der Shop so lieb wäre und mir einen Gürtel geben könnte, einen guten Gürtel, den man sich auch ausrüsten kann als Krieger, der versucht wenigstens immer up to date zu sein. Stärke, Ausdauer, hier auch wieder so ein Fall. Nur halt mit dem Unterschied, dass das Ding einen Slot hat. Das heißt, ich mache das auf jeden Fall so, jetzt sind wir ungefähr dort, wo wir vorhin sind. Nur, dass ich halt jetzt hier einen Slot habe, ist natürlich besser. Und ja, ich könnte zum Beispiel nur meine Rüstung mit dem Slot suchen. Aber ja, weiß nicht, Ausdauer plus 70. Können wir das irgendwie überbieten oder so? Ich glaube, das wird extrem schwer. Vor allem dann auch noch das richtige Item zu finden. Das hier zum Beispiel. Och, Katzen. Ey, die machen Scheiße, ne? So. Na komm. Also viel will ich da jetzt eigentlich gar nicht blättern für ein Ausrüstungsstück. Hier, oh. Oh, hier zum Beispiel. Gut, okay, das ist 2 Punkte schlechter. Hat aber etwas mehr Rüstung. Und einen Slot. Das heißt, sobald ich einen Edelstein bekomme, ja, habe ich wieder einige Möglichkeiten mehr. Helm wäre jetzt noch, ja, bereit, um einen Slot zu kriegen und halt die Schuhe und so. Aber ja. Was soll ich machen? Ich will jetzt hier nicht die restlichen Pilze reinbuttern. Ja, nun gut. Ich werde das erstmal hier soweit lassen. Die Gilde, können wir mal einen ganz kleinen Blick drauf werfen. Ritterhalle 284, hat sich auf jeden Fall extrem viel getan. Ausbauten, bin ich immer noch bei 8 von 8. Ja, komm. Machen wir mal ein Video hier. Bam. Einmal auf Lehrmeister. Den Rest werde ich verskillen. So viel ist das auch nicht mehr. Da werde ich, glaube ich, die Ausdauer etwas pushen. Und dann wären wir auch schon fertig. Nee, noch 20 Mal am Rad drehen. Hätte ich jetzt beinahe vergessen. Gold, Erfahrung, Erfahrung, Gegenstand. Ja. Oh, da kommen noch ein paar Pilzchen rein. Nochmal ein paar Pilzchen. Und ein Stärketrank. Nicht schlecht. Und wieder Gold. So, ja, jetzt haben wir noch 1500 Gold. Perfekt. Festung. Blum, blum, blum. Edelstein suchen. Ritterhalle kann ich noch nicht pushen. Ne, warte. Hier. Was mache ich denn? Was baue ich denn aus? Verteidigung nicht. Schmiede habe ich erstmal hochgepusht, damit meine Krieger stärker werden. Ja. Einmal Soldaten verbessern, bitte. Dann kann ich auch das hier ein Stück weit abbauen. Ja, Kaserne, Schatzkammer,
Komm, einmal Schatzkammer geht auf jeden Fall. So, ja, dann war es das mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dürft ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Über einen Kommentar würde ich mich natürlich auch freuen. Und wir sehen uns im nächsten Part, wenn es wieder heißt Let's Play Shakes and Fidget. Bis dahin, tschüss, ciao und bye bye.